hier gibt's gar nichts. Sicherheitszone. Sind aber keine Menschen auf dem Bild. Oh nee, diese Dinger wieder. I think we have to run. Oh shit, ja! Ja, wir müssen rennen! Wir müssen rennen! Wir müssen rennen! Wir müssen rennen! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, lass mich los! Shit, Junge! Ich dachte, die kommen nicht hinterher. Dies Land. Irgendwelche Roboter hier, die uns nicht mögen, offensichtlich. Super Spirit. Kann wählen, wenn die Katze ins Meer geht. Wieso lachen, aber einen Alarm anmachen? Schön, ihre eigene Sprache zu haben. Sprachlos. Du bist kein Zurg? Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Ich hab bloß Schneidezähne, keine Angst. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenwäldlern. Aber wir sind jetzt alle weg. Außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu sprechen, wenn du willst, aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist auch besser so.
Er wohnt hoch oben im Gebäude mit dem orangen Neonschild. Drücke, um B12 um Hilfe zu bitten. Erstmal den Teppich zerstören. Wie? Bitte störe meine Meditation nicht mit seltsamen Bildern. Mit dir können wir nicht sprechen, okay? Anjaila, warum da hochgehen? Das ist doch nichts. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 374 Jahre alt. So ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Du hast uns so einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zurg. Was ist denn mit dem Zurg? Oh, sehr hübsch. Alte Geschichten sprechen von... Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Dieses Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unseren Vorfahren. Es half ihnen zu wachsen. Die Sonne, auch genannt. Nur so nebenbei zur Info. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Kann ich die Couch zerstören, bitte? Nein, schade. Nur unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Es heißt, dass sie einst die Welt beherrschen. So, sorry. Okay, man kann hier auch. Herumklettern. Der Marktplatz. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Nein, tut mir leid, das kann ich nicht annehmen. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Nein, tut mir leid, das kann ich nicht machen. Das hier ist ein Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Energy-Drink-Dose. Weniger ist nicht drin. Und das geht natürlich auch nicht.
nochmal Energy Drink Dosen oder irgendwas ähnliches, was ich ihm anbieten kann. Ich komme später wieder, danke dafür. Schau dir mal all diese versteckten Schätze hier im Müll an. Pennies vom Himmel oder wo immer die auch herkommen. Ein blauer Himmel? Ha! Stell dir das mal vor. Kann ich auch im Müll herumfühlen, bitte? Irgendwas? Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zugs zu verteidigen. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Sind die Zurks diese kleinen komischen Dinge, die uns verfolgt haben? Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder wie dieses hier, die alle von der Außenwelt reden. Ein schöner Traum, finde ich. Ein bisschen Pizza. Okay, Energy Drinks und Putzmittel. Wenn ich das auch richtig im Kopf habe. Hier wäre zumindest ein Automat. Aber da ist nichts drin. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Was ist das? Ein Strand? Davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nie was gehört. Wieso weißt du denn, wie es heißt? Frage ich mich. Wenn er davon noch nie gehört hat, warum weiß er dann, wie es heißt? Neugier ist der Katzes Tod. No! Meine Steuerung ist irgendwie vertauscht. Please! Oh Mann. Tauschhändler, Super Spirit, Wäscherei, Omas Kleidung, Elite Programmierung. Super Spirit, da müssen wir sicherlich hin. Tauschhändler hört sich. Ne, das ist der Markt, oder? Omas Kleidung. Hallöchen! All die verqueren Sachen passieren immer mit dir, Kumpel. Ich trau mich nicht, unser Dorf zu verlassen, es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Das ist ein schönes Bild, gefälscht aber schön. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zugs es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Noch ein Bild von der Außenwelt. Lass mich bloß in Ruhe mit dem Kram. Das ist doch alles Quatsch. Ein Herz. Passiert noch was? Oder schlafen wir jetzt einfach? Bis zum Morgengrauen. Oh, my God.
Thank you.